Our project came at the moment where the world had the same problems. It did not matter whether you were rich or poor, or a teacher or a doctor or anybody, we had the same resonance of what's going on. We need to figure out how to move through these challenging times, how to stay connected with each other, and how to be able to dream wildly about the future we want to live in. Jumpstar is doing exactly that. At its core, Jumpstar is about thinking deeply into the future as a way to kind of reverse engineer our hopes for it into actions that we start taking today. A team of artists based in Vienna is working on Jumpstar in Simmering. Hallo, ich bin Karin. Ich war im Jumpstar-Team für den Tanzbereich zuständig. Und zwar habe ich jeden Tag eine Minute gemeinsam im Zoom zum Springen angeregt. Und oft haben wir dann noch weiter getanzt, weil wir alle so motiviert waren. War, wie wir zum ersten Mal in Duos, also in Pärchen, gemeinsam getanzt haben. Das kann man sich so vorstellen, wir hatten den Zoom mit allen Gesichtern und dann wurden Paare gefunden. Und die haben während dem Tanzen immer miteinander getanzt. Und ich fand das so schön, weil man voll das Gefühl trotzdem für die Person bekommen hat, obwohl man nicht im gleichen Raum war und es eigentlich ja, so virtuell war, aber trotzdem hat man voll die Verbindung gehabt zu der anderen Person. Und als Gesamtes zu sehen, fand ich es auch voll schön, wenn man alle Gesichter quasi gesehen hat, wie man eigentlich immer auch die Paare von außen finden konnte, obwohl man nicht wusste, wer zu wem gehört, einfach weil diese Verbindung da war. Hi, mein Name ist Susanna Ernst von der Brunnenpassage und ich habe das Projekt eigentlich von Anfang an begleitet und zusammengehalten. Jumpstar Simmering war ja geplant, wirklich in Simmering stattzufinden, mit Menschen vor Ort gemeinsam, und in Zeiten von Covid haben wir dann sehr vieles einfach umdisponieren müssen. Die Gelegenheit hat sich eröffnet, das Ganze weltweit in den Zoom-Raum zu holen, aber gleichzeitig haben wir dann auch bewusst versucht, Menschen aus dem Bezirk mit einzubinden, und das waren eigentlich so die stärksten Momente für mich, wo Künstlerinnen aus Simmering bei den Sessions dabei waren und mit uns so wie das Fenster aufgemacht haben in ihren Moment an dem Tag und auch für uns performt haben. Also es waren auch Tänzerinnen da, es wurde gerappt und es war ein Riesengeschenk für alle, die in dem Raum waren, an dem teilzuhaben. Weißt du, was Hip-Hop ist? Hip-Hop ist mehr als Tanz, ist mehr als Musik, ist mehr als Rap, ist mehr als alles, was du dir vorstellen kannst. Hip-Hop ist Leben. Hip-Hop ist Kultur. Auf einem Weg, wo man den Glauben nicht aufgibt, Richtung Leben im Fokus der Traum und die Hatsch. Durch verschlammte Oasen, zerstörte Ruinen und peitschende Wüsten, ihr Hatsch. Durch zerbombte Blockaden, Felder und Minen und wähnende Dünen, ihr Hatsch. Yeah, und ihr Hatsch. And I go. Kapitalismus, der wäscht sich in Unschuld die blutige Hand. Nicht eher Flüchtlinge und Corona,
setzen die Erde in Brand. Corona, 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 bis Sündenbock wieder Migrant. Die feindlichen Weltmitbewohner, wir haben sie endlich erkannt. Es gibt Zeiten, in denen auf einmal so viel anders ist und wir uns plötzlich voneinander distanzieren müssen. In solchen Zeiten wird Verbundenheit noch wichtiger. Wir brauchen einander und wir brauchen etwas, das uns Halt gibt, gerade wenn sich rundherum alles ändert. Ich bin Theresa Distelberger und habe gemeinsam mit Mario Simhofer Ecke Touched das Double Infinity Seilkränzchen jeden Tag veranstaltet. George Ferrandi hat auch manchmal gehostet. Und das war einfach ein Raum, wo wir Leute eingeladen haben, dass sie mit uns eine Stunde verbringen, plaudern, reden auf unterschiedliche Art und Weise und dabei ein Seil flechten aus irgendwelchen Stoffresten, die die Leute zu Hause gehabt haben, während sie ja in Quarantäne eingesperrt waren. This is almost half a scarf. This is half a leg of some trousers. This is some another leg. Vielleicht wollt ihr euch einfach gegenseitig ein bisschen erzählen, wie es euch heute geht, was ihr heute in das Seil mit hineinarbeitet. Easiness, like kind of a huge cloud of oxygen that I could breathe in really deeply and take it out as well, really slow. But somehow the walls slow down. And so I thought maybe we can start this session today with each of us acting as the active listener for the other people in the room, and that being the kind of tone that we set. I find myself not necessarily teaching sculpture anymore. I think all the classes I have, we're teaching each other how to find beauty in the midst of all of this. I'm so lucky that my niece and my sister decided to go over this edge and say, okay, we are family and we get corona together if there is a day. We will have corona, then we will all have that. Du bist fertig. Okay. Also das hat jetzt Helene gemacht. Here, like, what are you doing? And everyone's going to say, I was meditating, I was doing yoga, I was doing art, yeah. I was reading, I was everything. But like, how many of us did really follow the plan 100%? Yeah. Not always do I finish the workout, or not always do I even get to it because I'm feeling anxious or bored or lonely. So it's a hard time. It's a challenge. So it's normal to not be following all of our crazy goals. We all come up in our Western society, right? Yeah. Ich wollte nicht oft alleine, einsam, okay? Und jetzt in dieser Corona-Zeit, viele Leute, oder ganze Leute, ganze Menschen sind zu Hause auch. Und sie fühlen sich also auch einsam, alleine. Also. Ja, so wir haben etwas gemeinsam jetzt. I'm not really angry about the social isolation very much because I've always been a loner. And as a black man in New York or in America, you learn after a certain point, if you're to advance or protect yourself, you have to isolate yourself from prejudice, whether that's racial or economic or social. So that's really not my point. My point is the physical isolation, being able to go outside and randomly be in the environment, in the sun, to walk around, to go to the park and meditate. That is difficult. That is difficult. Während diese Gespräche stattgefunden haben, haben wir natürlich unsere eigenen Situationen uns mitgeteilt. Also es war ein Ort von Raum, wo wir uns bestärkt haben in dem, was uns gerade schwerfällt, in der vielleicht der Einsamkeit oder in der Isoliertheit, aber auch eben uns darauf zu erinnern, dass wir ja in Gemeinschaft hier sind und dass wir uns gegenseitig auch bestärken können. Was bewegt euch gerade? Was bewegt sich in euch gerade? Ich spüre sehr viel Angst und Aufregung in mir im Moment, weil ich das alles nicht kenne. Ich bin es nicht gewohnt, dass so viele liebe Menschen
zusammenkommen und gemeinsam was kreieren wollen und sich dabei auch gegenseitig inspirieren und helfen. Und hier, das ist so ein Raum, wo sich alle mit Respekt begegnen und sich annehmen, so wie sie sind. Und das ist so ungewohnt für mich und macht mir ein bisschen Angst, weil es ist für mich eigentlich fast wie ein Traum. Where I love this kind of interaction is because I can look at, you know, at different people, different faces. I can stare at you, you know. If I were in a whole group, I, you know, but I can really concentrate and really feel, yeah, the uniqueness and the beauty of each person here, you know. We are actually just so beautiful, you know. Yeah, so I love that. Thank you. Was sehr stark für mich war, ist diese Möglichkeit, sie mit Menschen, die man eigentlich gar nicht kennt, sehr, sehr schnell auf eine sehr tiefe Ebene eigentlich einzulassen. Und das passiert halt durch Meditationen oder durch angeleitete Übungen oder durch bestimmte Gesprächstechniken. Und es war sehr schön zu beobachten, eben, dass sie sehr viele von den Teilnehmenden sehr schnell auf eine sehr tiefe Ebene einlassen haben können. Let's take a minute and all breathe together and just be aware of us sort of inhaling air from the same planet. As a little starting exercise, I would just ask you to just get one part of your rope and you place it just like probably one hand away somewhere on your table or somewhere you can look at comfortably. How did all these fabrics come to your house? Maybe there's some stories connected with some of these. Maybe some experiences. My family's fabric from Germany pre-World War II. And I'll show you like a piece of it, but it's like, it's pretty intricate printing. All like the designs are from my family. I don't know if it's showing up very well, but I do really think about like my grandmother who was 19 when she had to leave Germany to come to the United States. And how like this fabric was very important in terms of tying her back to like her home country, knowing that it's gonna go back to Europe, sending it back as a part of this rope in that way seems amazing. I mean, I'm really excited that it's able to come kind of full circle in that way. Jeder hat was in der Hand gehabt. Das war ja eigentlich ein virtueller Raum, ja. Aber durch das textile Arbeiten und auch das, dass wir gewusst haben, dass irgendwann diese ganzen Stücke auch zusammenkommen werden, ja, hat es auch so in diesem Moment was Verbindendes gehabt, so an etwas Gemeinsamen da zu arbeiten mit ganz vielen Stoffen, die jeweils eine eigene Geschichte in sich tragen. Und manchmal sind diese Geschichten auch erzählt worden und das war für mich immer ein besonders cooler Moment so. It's strips of kind of paper that I got on a trip to Japan. It's mostly indigo. We're all sitting here in front of our computers, with some with more fabric, some with less. And we're just braiding and not knowing what's gonna happen in life, but we're kind of bonding on our collective, I guess, weirdness. Du gibst auch Blumen, so. Hallo, ich bin Bianca Fiegel. Ich habe beim Projekt Jumpstar Sounds of Now, Klänge der Gegenwart, gesammelt. Ich habe Menschen gebeten, dass sie mir einen Klang schicken über die Lockdown-Zeit, also die Zeit, die sie zu Hause verbracht haben und wie sich diese Zeit für sie angehört hat.
Was mir besonders gefallen hat an Jumpstart oder was besonders hängen geblieben ist, sind, dass sich wirklich aus der ganzen Welt Menschen versammelt haben, von Wien über New York, Tansania, Indonesien. Und wir hatten eine Session, in der also die Leute ein Objekt mitgebracht haben und darüber erzählt haben, was ihnen irgendwie wichtig ist generell oder über ihnen über diese Zeit hinweg geholfen hat. Und das war eigentlich eine sehr berührende Session. But how do you make it? It looks really difficult to make. Oh, it's very easy. It's you just look for a V-shaped tree and you make what is an instrument that works perfectly for you. And also depending on what is your goal on birds, do you want to hit small birds or are you aiming peacocks? And my sister once gave a pajama to me, so I was cutting them out and created a diary. Ah, cool. At first I was kind of thinking I would be embarrassed to share this with you. Oh my God, why? Yes. Why? So she is an amazing doll. Black pullover. I buy it in Bulgaria, from Sofia in Bulgaria. I wear it on the way from Syria. From Bulgaria, Sofia to Austria. Yeah, for so 1 month. And I buy it from the mafia, who I give money to come to Austria. Yes. Can I see it? Will you hold it up again? Yes. Wow. This is your liberation shirt. It has so a long story, so many stories, yes. Hello, my name is Anna Gabeszig. My contribution to the Jumpstart Simmering project was an essay series called Degrees of Separation. In the series, I researched social distancing and quarantine throughout history. She is here and she's gonna talk about her most recent essay, which is already on the website. It was an essay about the xenophobic patterns that we can see throughout history in times of crisis, particularly during epidemics and pandemics. The key word in this essay is scapegoating and scapegoats. Scapegoating in times of crisis, as we see, has many insidious faces. The many faces it takes on, however, take very similar forms. Political and economic dissatisfaction combined with an infectious outbreak can too often lead us down a path of divisiveness, a path of us versus them. And what I hope that we also achieve in the Zooms is to become aware of the fact that we have been here before, being aware and being responsible. And how can we do that? And how can we not undo the mistakes from the past, but how can we live actively in a way that we can be better? My favorite moment from the Jumpstart Simmering Zooms was during one of Karen's sessions, where she invited all of us to do a wave with our arms. And it was really cool to see everyone do the same movement all across the screen. And people were doing it a little bit higher, a little bit lower, so it was a little bit chaotic, but at times we did come together and our arms did link up, and we were able to connect with each other from all around the world, just on this one Zoom screen. Ein Moment, den ich sehr schön fand, war ein Gast. Wir hatten verschiedene Gäste, die wir eingeladen hatten. Eine davon war Gitzi aus Kanada. I think that the thing that Europe has lost a lot of their initial connection to creation, I think that it can, some parts can still be found. I do think that cultural appropriation is a very real thing. We look at it as the bastardization of who we are. And it's mainly, there's a few things, because I know like Germans, there's a lot of Germans that head here during Sundance time. And
that's great. I mean, go ahead, get your connections, but realize that that's another form of exploitation, that you're just coming here, taking what you need to go back home. I'll tell a person straight up, if I see them, like, what are you giving back to us? Why are you here? Are you here for you? Are you here for the community? Hi, my name is Future Love Simanda, and I'm from Zimbabwe. In this amazing project, I was responsible for making the connections through music, through vocals, through singing. And yeah, we composed a song that is called Are You Ready? Which was then later translated into more than 13 languages, languages of participants who were involved in the project. Ich heiße Milika Ramic und ich habe Produktion gemacht bei dem Projekt Jumpstar Simmering. Und ein so ganz besonderer Moment war das Singen immer wieder für mich und darin besonders der Moment, als Future das Lied, das er ursprünglich auf Englisch gesungen hat, in meiner Muttersprache gesungen hat, und zwar auf Bosnisch. Und es hat mich extrem berührt und es war ja ein ganz, ganz, ganz schöner Moment für mich, das in meiner Sprache zu hören. Und das hätte ich nicht gedacht, dass das so viel mit einem machen kann. Thank you very much. Thank you. Woo! Thank you. Thank you, Melika. My favorite moment happened when Mario asked us to take our ropes outside and just stand quietly with them. So I came out onto this deck, which, believe it or not, at the time, I really rarely used. And I just stood out here quietly holding the ropes that I'd been working on. And on a little railing, a red bird landed and we had a moment. And it never occurred to me. I've lived in this building for 19 years. It never occurred to me there were birds out here. And I got a bird feeder, which is back there. And they would drop from the feeder seeds from their mouth that grew into all of these volunteer sunflowers. So all of the color and vibrancy and vitality I can trace back to this one moment during our sessions with Jumpstar Simmering. Thank you yesterday, Hopfiger Land Fontier. Estoy viviendo el presente, cotoviliste. Estoy guardando al futuro, Mada Satuti, yeah. Andakanaba, andana. Gila lele gute nasiki ya mawimbi. Yes, I am in Pilia. Are you ready? Pripohla de dobuduts no si. Stayoiti dono si, yeah. Yes, you precat it. Bist du bereit? Yes, du prêt para el futuro. Se pripravendiza. Novos vies tu, yeah. Caicia tu, bumibaru. Hala anta mustahit, ye upotaya hari. Handahanaba, sono pronto. Yeah, oh, yeah, oh. Share your love with me. Won't you share your love with me? Share your love now. Share your love. Share your love. Share your love. Oh, yeah. Yeah. Share your love now. Share your love. Share my love. Share my love. Yeah, yeah. Calibre you, yeah. Baby,